Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enodum, zu einem neuen Part Death and Taxes. Lemon, Spice, and human eyes. These were the ingredients chosen to make the perfect little grim. Willkommen zurück zum zweiten Run von Death and Taxes mit dem Zwergenfürst. Ja, jetzt haben wir hier sogar alle Möglichkeiten, die wir im ersten Run freigeschaltet haben. Wir müssen die Outfits gar nicht mehr kaufen. Aber stehen uns alle zur Verfügung. Ja, der böse Run findet statt. Naja, was heißt der böse Run? Wir versuchen das Happy End hinzukriegen. Beim ersten Mal haben wir ja... Deshalb nehmen wir auch diesen Charakter jetzt mit der schönen schwarz-roten Robe und dem verschmierten Gesicht. In diesem Run werden wir uns die beste Mühe geben, unserem Chef zu widersprechen und genau das Gegenteil zu machen, was der Chef will, und das Schicksal zu hinterlisten und eine aussterbende Bevölkerung und einen Weltuntergang zu verhindern. Genau das machen wir. Los geht's. Hallo, Chef. The new spawn has awoken. What a moment. Spawn Nummer 63, ne? Beim letzten Mal war man Nummer 62. Nicht richtig. Wie das richtig im Kopf Spawn. Hang on. Spawn Number 63. Spawn Nummer 63 wird es besser machen als Spawn Nummer 62. Bin ich doch der Hoffnung. Wir werden nicht blauäugig auf den Fate hören und seine Anweisungen befolgen und dann. Und dann die Welt ins Chaos stützen, dann wir werden diesmal versuchen, die Welt zu retten. I am Fate. I am the keeper of world order. gleich mal provozieren, nicht im ersten Gespräch. Another ironic one. Great. No, you may call yourself the Grim Reaper, as that is what you are. Das ist nämlich unser Ziel. Wir wollen ja mal ein bisschen vielleicht selbst Fate werden, vielleicht selbst mal ein bisschen. Ja, wir wollen das Happy End besorgen. Wir wollen im ersten Run wurden wir rausgeschmissen, wurden wir gefeuert am Ende, und weil wir die Welt zerstört haben, weil wir auf ihn gehört haben. Ja, jetzt wollen wir vielleicht, jetzt werden wir vielleicht am Ende ihn rausschmeißen und seinen Job übernehmen. Mal schauen. Welcome to your new job as an overseer of Cosmopolis City Subdivision 4, the Sun County Wine Region. Jo. I know what you are thinking, and yes, your assignment is choosing humans who have to die. Pretty standard stuff. As it is your first day, try to get to know the Fernsehen. And do not destroy the world, yes? Er sagt es uns sogar im ersten Gespräch, do not destroy the world. Right. Yes. Wir tun es trotzdem. Clear? Wir waren so blauäugig im ersten Run und haben alle Regeln befolgt. To be honest, nobody asked for your opinion. You have been crafted for this job, and I do not have the materials to make another spawn. Mm-hmm. Remember, the fate of the world. Er hat keine Materialien, einen Spawn zu machen. Das glaube ich ihm auch nicht. Towards the great dying. They always teeter on the precipice. We keep humans from falling off. We establish the equilibrium and keep the chaos in check. For that reason, your actions will have consequences. Because someone has to. Come along, I will now show you your workplace. One more thing.
This will be your 7-day evaluation period. Unsere 7-Tage-Woche. Unsere Probezeit. Assessed. Na, mal sehen, ob wir die Probezeit bestehen. 1 week to show us what you are made of, Reaper. Ich denke, wird schwierig. Auch mit der Bezahlung könnte es ein bisschen schwierig werden. Oh, unser Schreibtisch ist voll. Für Sitzbinder. Plüschtier. Rein mit dir. Oh, was haben wir hier? Interessant. Okay, das ist neu. Wo ist denn? Schweinchen lassen wir mal stehen. Vielleicht brauchen wir das später noch. Radiogummi. Was die wir das gebrauchen können. Entspannte Musik. Was ist damit? Okay. Upgrade für den zweiten Teil. Was machen wir damit? Aha, okay. Am Telefon steht logischerweise noch nichts. Wir haben auch noch keine Entscheidung getroffen. Fidget Spinner. So, die Regeln des ersten Tages. Ein Mensch muss sterben. Jo, da fangen wir schon an und machen mal ein bisschen. Entscheidungsgrün kann erstmal zur Seite gelegt werden. Können wir den Schwein reintun? Schade, können wir nicht. Sparschwein. Wir befolgen nicht die Regeln und lassen beide am Leben. Ein Mensch hat es zu schuld. Sorry, ich habe mich verschluckt. An meiner eigenen Spucke. Stirbt man hier in Life and Death in Texas. Life ist nicht, aber. Oh mein Gott. Ein Mensch hat zu sterben. Nein, ich habe beide am Leben gelassen. Jetzt musste ich sterben. Sie verschluckt sich und stirbt. Spiel ist real. Oh mein Gott. Hat die Wahrheit erkannt. Live-Gewahrungsschaft freigeschaltet. So, ich habe heute alle Leben gelassen. Selbst bin ich auch nicht draufgegangen. War nur ein kleines Verschlucken. Hallo Chef, habe ich es gut gemacht? Oh, the new Death Spawn. Welcome. How was your first day? Grim. I understand the job can be stressful, and that these decisions do not come lightly. You cannot let everybody live. Das werden bestimmt nicht, aber wir werden. Wenn ich zwei Formulare habe und einen umbringen muss, dann werden schon Leute noch umbringen, aber das ist, wir werden. Wenn ich zwei Leute habe und einen umbringen, sondern das bei deinem Leben, das ist, ich werde natürlich nicht nach seiner Pfeife tanzen. Trust me? And I will guide you. It will be for the benefit of everyone. What is there to protest? Ich protestiere. If you refuse, Rebell. Someone else will take your place. And who knows what will happen then? Maybe they will do a proper job. Yes. Mal schauen, wie schnell wir hier überleben, wie lange wir. Wenn wir nach der Probezeit rausgeschmissen werden, dann ist der. Schaffen wir den Mann natürlich nicht, aber gut. The choices will only get harder from now on. Pay attention to the letter for the guidelines. Wie wir das hier schaffen. You are to mark the profiles I send you with the marker of death. Ich weiß. Who lives and who dies. Afterwards, you frag schön nach. Any specific daily noch ein bisschen nerven mit Fragen. In the letter. Not that difficult, yes. I have great hopes for you. Do not disappoint me.
Oh, das werden wir. Das garantiere ich dir. Wir werden nicht das abhalten. Ich habe kein Geld bekommen. Wir werden auch uns diesmal nicht viel kaufen können bei ihm. Welcome back, good customer. Oh, doch, wir haben Geld. Mal schauen, wie wir mit dem Geld wegkommen. Viel werden wir nicht kriegen. Oh, Wolken, hier. Me? I'm still Quartermaster Mortimer, the procurer of chances. Try not to worry about it. The paths we travel are not manifest, but full of many twists and turns. Do take a gander at the items all Mortimer has remaining. So, das können wir uns nicht leisten. Das erst recht nicht. Ja, ich glaube, den Shop können wir vergessen. Vielleicht haben wir aber ein bisschen Geld für Drinks in der Bar. Schauen wir mal. Next day. So, nächster Tag. Wir gehen wieder zur Arbeit. Do your job. Naja, mal schauen. Aha. Okay, aufs Handy müssen wir auch nicht unbedingt gucken. Fidget Spinner. Yahoo. So, was muss ich denn heute machen? One human with an info technology background have to die. Einer mit einem info IT tech support, der muss sterben. Okay, lassen wir dich leben. Air Force Captain. Narrative Designer ist die Infotechnologie. Na, Sicherheitsleiter halber lassen wir die am Leben. Und wenn ich gut bin, lass den auch am Leben. Alle dreimal. Und den Boss ein bisschen triggern. Ich lasse noch alle leben. Später werden wir noch welche töten, aber es ist jetzt erstmal bei so wenigen. What in the name of highest management do you think you are doing? Dich besiegen. You cannot keep sparing every person. The equilibrium is at risk and here you are leading everyone to a catastrophe. Und zum Happy End. This is your third and final warning. If you continue with this misguided rebellion, I will be forced to terminate your contract. Ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen. Wenn wir schon in der Probewoche rausgeschmissen werden. Willst du auch in die Probewoche durchziehen? Aber ja. Wir kriegen natürlich kein Geld dafür. Aber 600 hatten wir von Anfang an, oder was? Die haben wir wahrscheinlich noch mitgenommen vom letzten Mal. Ah ja, das ist unser Budget, was wir vom letzten Mal noch mitgenommen haben. Vom letzten Run. Ja, wird schwierig, da Sachen zu kaufen. Auch in der Bar wird es schwierig. Read me. Ja, das Handy verstecken wir erstmal. Erstmal, vielleicht später noch. So, zwei Menschen haben zu sterben. Ich kann auch gern drei töten. Kann ich auch mal machen. Oder keinen. Naja, ich glaube, den nächsten sollten wir mal töten. Politiker, dann für unseren Job behalten. Mönch. Hier haben wir einen Guerilla. Okay. Dann haben wir gleich Copywriter. Cat Pose. Okay, was auch immer das ist. Okay, ich würde mal sagen, zwei Menschen müssen sterben. Lass ihn nehmen. Lass ihn sterben. Und alle anderen lass ich leben, oder? Dich lass ich am Leben. Dich lass ich am Leben. Dich lass ich am Leben. Und dich lasse ich am Leben. Damit erfülle ich nicht die
nicht die Regeln. Ach, man wollte schon gefeuert werden hier. Grim, my latest spawn. 3 days you have been with us. How do you feel? Wie fühlen wir uns? Probably some of the psychic residue left over from the creation. Making a death is not simplistic alchemy. Now, let me take a look at the files you sent in today. In Ordnung. I see. You have marked fewer deaths than was required. I do hope this will not become like a thing. Where I have to keep reiterating that you have made mistakes. I mean, haben wir heute schon, and that you should follow the rules to the letter. Ich glaube, wenn wir heute wieder alle nehmen, wir das nicht hätten, dann werden wir gefeiert worden. Also wir müssen so ein bisschen. Because I really do not feel like doing it every day. Alas, if that is what it takes. Doch bei Geduld halten. There really is not much else to say. You may leave. See you tomorrow. Okay, wir wurden noch nicht gefeuert. So. Wir kriegen natürlich kein Geld für unsere nicht getane Arbeit. Wir beenden den Tag. So. 3 Menschen müssen sterben. Was? Achso, Handy. Gib Ruhe. 3 Menschen müssen sterben. In the younger humans have to die. Okay, also wir werden ältere. Ich denke, wir machen mal 2, damit wir noch, damit es ein bisschen. Tja, das werden wir später vielleicht noch brauchen. Momentan. Also wir werden 2 ältere Leute sterben lassen. Okay. Okay. Aber nicht mal sterben. Und die 2 ältesten. 38 haben wir ja. Student. Dich lassen wir am Leben. Dich lassen wir am Leben. Und dich lassen wir am Leben. So 3 Menschen. Haben wir alles nicht geschafft. Schön die Aufgaben nicht erfüllen. Spardose können wir auch wegstecken, wir werden kein Geld bekommen. Grim, there you are. Let us be quick. So. I see fewer marked deaths than was necessary. I have no choice but to hand out a reprimand, which comes with the usual punishments. Docked pay per mistake, etc. I do not fully understand what you are planning to do with these small and trivial acts of rebellion. You are mainly just making it more difficult for yourself. Mhm. Wird uns die Arbeit erschweren. Okay, da bin ich gespannt. Anyway, I am quite busy tonight, so you can go. Until tomorrow, Grim. Ich bin gespannt, wie er uns das Leben schwer macht. Wir kriegen natürlich kein Geld. Wir beenden den Tag. Und wir gehen ins Office. Okay. Aha. 2 Menschen sterben, müssen sterben. Können wir den irgendwo den Geist hier einsperren? Ja, spare any humans with science background. Wir müssen, also wir töten alle mit einem science background, hoffen, dass das weniger als 2 sind. Marinebiologist. Archäologist. Verdammt. Investor Unemployed Biochemist.
Naval Captain. Ah, das sind drei, dann können wir mehr als zwei töten. Okay. Okay. Ich lasse mal am Leben. Investor, den Investor lassen wir am Leben. Den hier und den Naval Captain lassen wir am Leben. Sehr schön. Schön das befolgen. Schön alles nicht befolgen, was er sagt. Das ist der richtige Weg zum Ziel. Let us go over your conduct first. I see too many doomed profiles here. Kann mal passieren. You must understand, excess death is not good. Our process has been meticulously designed and calculated. You need to exercise more caution. Anyway, Grim, 5 days you have been with us. How does it feel to make the difficult choices? Distressing. This should not be happening. Perhaps something went awry at the summoning. Oh well. But think of the humans. Do you think our office is the appropriate way to deal with them? Perhaps I... Wir sind der Revolutionär, wir sind ja ein Rebell. Around the tradition. And I have been here a long time. This control over all the lives, unbeknownst to the humans. Do you not consider it unethical to make the choices you made? True enough. One must be in charge. The others are there to follow. The office is perennial and venerated. Eons we have spent designing the appropriate methods and strategies. We know what we are doing. Oh, I do apologize for taking up so much of your time. Before you go, are there any questions you would like to ask me? Fragen. Jetzt haben wir alles schon letztes Mal geklärt. It has been enlightening. I bid you a good night. See you tomorrow. Okay, sehr gut. Noch wurden wir nicht gefeuert. Nein, die Wolke können wir uns ersparen. Und kaufen können wir uns im Shop auch nichts. So, Fidget Spinner. Wollen wir ihn mal wieder brennen lassen? Brenner für Jet Spinner. Hui. Burn. Brenner für Jet Spinner. Muss ich mal wechseln. Okay. Dark times. Daughter of 6 humans have to die. At least 5 humans aged 35 or younger have to die. Spare humans with a medical background. Okay. Medical background. Filmmaker. History student. Medical background. Müsst sterben. Archäologist. Wir haben gar keinen. Haben wir einen medizinischen? Nein, das ist Mediziner. Okay. Okay. Ja.
Wir müssen. Ich versuche mal weniger als 6 Leute zu töten. At least 3. Also. Älter als 35. Mindestens 3, die älter als 35 sind. Also wenn wir Leute killen, dann weniger als 6 und ja. Gibt es noch jemand mit einem Medical Background? Eigentlich so die Female Manager. Das ist ein Athlet, ein Employed. So, dann müssen wir dich noch sterben. Ich würde mal 5 machen. Lassen mal 5 sterben, dann haben wir so ein bisschen was. Damit wir doch was machen, aber die Regeln doch noch nicht befolgen. 3. Und trotzdem ein düsterer Tag. 4. Und einer muss noch. Den Ältesten. Okay, und der andere lassen wir am Leben. Schöne Partymusik im Hintergrund. So rein damit. Haben wir es nicht an die Regeln gehalten. Pineapple Hater. Oh! Und versehentlich den. Nicht darauf achten können. Den Typen, der anders mag. Gekillt. Ah, grim. It looks to be a rough day out there. New recruits often falter during dark time. As I thought, you have marked fewer deaths than necessary. What happened? Sorry, hier war ein Fehler. We cannot afford such mistakes, especially during these chaotic days. Would you kindly pay more heed to these matters in the future? We must focus. Let us hope these days do not continue. Sie werden kontinuieren. Any idea what happened? Yes, genau I das. Am. And yes, I do. Yet what use is a Reaper who cannot discern the situation from the details in front of them? Your answer would intrigue me, yes? Certainly not good, no. It is as bad as it has ever been. Off you go now, Grim. Good night. Gute Nacht. Dann bis morgen. Ja, wieder natürlich wieder keine Bezahlung. Zum Spiegel müssen wir gar nicht. Wir kriegen keine neuen Klamotten. So, nächster Tag. 2 Menschen müssen sterben und. Vielleicht immer zu helpful against the troubles. Troubles? Okay. Müssen wir mal nachgucken. Toxic Spist, das ist ja wahrscheinlich Rettungskräfte und so. Border Guard, Scam Artist, Sinner, Morgue Assistant, Nurse. Oh, die Nurse, die könnte hilfreich sein. Die sperren wir mal nicht. Muss sterben. Könnte hilfreich sein. Barkeeper. Was macht sie? Morgue Assistant. Ist das hilfreich? Wir müssen auch mal ein bisschen mehr. 3 Menschen müssen wir heute mal sterben lassen. Border Guard.
Okay. Lassen wir die noch. Haben wir mehr getötet. Okay. Und lassen wir den Scam-Artisten am Leben. Ihn auch. Und ihn auch. Zum Gleichstand. So, ab zum Chef damit. Faxen was zum Chef. Wie geht's, Chef?